Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Landtag, mit der vorliegenden Novellierung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes ist vorgesehen, zwei weitere Vorhaben der Koalitionsvereinbarung umzusetzen. Zentrales Ziel ist es dabei, die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung weiter zu verbessern. Und dies begrüße ich außerordentlich. Und Herr de Jesus Fernandes, erzählen Sie bitte nicht, es hätte keine Verbandsbeteiligung gegeben. Die hat es gegeben und Herr Pegel hat es eben auch schon gesagt. Und wenn Sie sich erinnern, im Rahmen der Beteiligung zur Vorbereitung des Tages der Menschen mit Behinderungen sind wir gerade auch noch dabei, an dieser Stelle weiterzuarbeiten. Also erzählen Sie sowas nicht. Im Folgenden möchte ich, meine Damen und Herren, noch einmal die wesentlichen Aspekte des vorliegenden Gesetzesentwurfs hervorheben. Erstens, wichtiger Leitfaden und Handlungsgrundlage ist die UN-Behindertenrechtskonvention, die vor mehr als 10 Jahren in Deutschland und damit rund 3 Jahre nach Inkrafttreten des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern ratifiziert wurde. Es zeigt zum einen, dass das Land bereits zuvor Maßnahmen verfolgt hat, die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu stärken. Zum anderen ist daher jedoch notwendig geworden, dass das Landesbehindertengleichstellungsgesetz aktualisiert und weiterentwickelt wird. Vor diesem Hintergrund soll sich die Definition des Behinderungsbegriffes im Landesbehindertengleichstellungsgesetz fortan an Artikel 1 Satz 2 der UN-Behindertenkonvention orientieren. Natürlich schafft dies auf der einen Seite in praktischer Hinsicht mehr Rechtssicherheit, zum anderen wird aber deutlich, dass der Behinderungsbegriff in der aktuellen Fassung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes bereits aus dem Jahr 2001 stammt und daher einer dringenden Überarbeitung bedarf. Gerade bei einem Vergleich der alten und der neuen Fassung wird dies offensichtlich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, beim Ausfüllen von Anträgen oder beim Lesen bzw. Verstehen von Bescheiden stößt sicherlich der eine oder andere von uns auch schon mal an seine Grenze und muss nochmal nachlesen. Und das geht sicherlich vielen in der Gesellschaft so, die nicht gerade in einer Verwaltung oder Behörde arbeiten. Dementsprechend kann man sich vorstellen, wie schwer es Menschen fallen muss, die es ganz verkürzt gesagt mit einer seelischen bzw. geistigen Beeinträchtigung zu tun haben. Auch hier soll mit der Novellierung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes angesetzt werden. Die Verwendung der leichten Sprache, also das Zusammenfassen komplexer Sachverhalte in kurze, verständliche Sätze und mit Unterstützung von Bildern ermöglicht ist, auch in diesem Bereich Barrieren abzubauen. Man könnte also sagen, das, was Gebärdensprache für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen ist, ist die leichte Sprache für Menschen mit geistigen und seelischen Beeinträchtigungen. Als dritten Punkt möchte ich die beabsichtigte Selbstverpflichtung des Landes hervorheben, weitere Maßnahmen im Bereich der Barrierefreiheit in Einrichtungen und Dienststellen des Landes zu ergreifen und das künftig auch bei angemieteten Gebäuden. Dabei ist auch klar, dass dies vor dem Hintergrund begrenzt verfügbarer Immobilien und begrenzter Haushaltsmittel nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann. Und doch geht das Land an dieser Stelle einen weiteren Schritt bei der Herstellung der Barrierefreiheit. Auch diese Anpassung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes begrüße ich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der seit dem Jahr 2000 bestehende Integrationsförderrat ist ebenfalls Bestandteil der Novellierung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes. Entsprechend der Koalitionsvereinbarung soll nun die Weiterentwicklung zu einem Inklusionsförderrat mit einer entsprechenden Namensgebung erfolgen. Als wichtiger Interessenvertreter für Menschen mit Behinderungen ist es vorgesehen, dass er zukünftig noch wirkungsvoller seine Aufgaben wahrnehmen kann. Stichwörter sind hier die Möglichkeit einer eigenen Schwerpunktsetzung sowie die Beteiligung an Programmvorhaben der Landesregierung. Und sechstens,
Abschließend bleibt festzuhalten, mit der vorliegenden Novellierung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes und der vorgesehenen Weiterentwicklung des Maßnahmeplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, aber beispielsweise auch mit dem Tag der Menschen mit Behinderung, geht das Land weitere Schritte, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung abzubauen und ihnen zugleich ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Insofern werden wir der Überweisung des vorliegenden Gesetzentwurfs zur Novellierung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes als zentralen Baustein zustimmen. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus